Hallöchen, News und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Shadowrun Chronicles. Wir machen heute mal die andere Challenge. Bloody Business heißt die. Wir schauen mal, wie das funktioniert. Also, ich bin bereit. das hier ist eine von diesen Waffen. Das ist ja auch, die man halt in den Challenges bekommt, ne? Hier, die sind aus der blauen Challenge, sieht man. Und ja, sowas hätte ich natürlich auch gerne. Und wir schauen mal, wann hier alle soweit sind. Und wie das funktioniert hier und ob wir diesmal was Vernünftiges ziehen. Wir können gerade noch mal gucken, was wir tatsächlich gezogen haben. Ich vermute, wir haben irgendeine Waffe gezogen, oder? Nee, haben wir nicht, das haben wir schon festgestellt. Was zum Anziehen dann? Oder irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß echt nicht. Ich muss das dann echt mal gucken, wenn ich das Video schneide. Ne? Ich nehme das jetzt direkt hintereinander auf, gerade für alle, die sich fragen, was da los ist. Hier scheint es noch eine kleine Pause zu geben. Das heißt, ich werde hier noch mal einen ganz kurzen Cut einfügen. Bis dann alle soweit sind. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Also, es heißt hier, willkommen zu einer neuen Episode unserer Show. Bereitet euch selbst für die Kameras auf die Kameras vor. Und gebt der Zuschauerschaft euer Bestes, ne? Die Red Challenge. Hier ist wieder auf die Plätze fertig. Los! Phoenix Mars Armor. Okay, finde ich gut. Die sind alle stun resistant. Das heißt, wir können versuchen, die zu markieren. Wir suchen uns aber erstmal kurz eine Deckung, würde ich vorschlagen. Kurze Orientierung. Hier auf der rechten Seite ist noch nichts gespawnt. Okay, das ist sehr gut. Das heißt, wir gehen hier direkt nach vorne. Blopp. Machen hier so ein... Markieren die beiden. Weil das unser Job ist. Und ja, da fliegen Raketen. Die verfehlen uns üblicherweise, ne? Ihr habt sie gesehen. Die verfehlen uns alle komplett, die Raketen. Das ist super nice. So, mal sehen, können wir hier drei von diesen Drohnen gleichzeitig nehmen? Dann ist auch witzlos, die zu markieren, glaube ich. Was haben wir denn? 21 physische Panzer. Der Text nervt gerade. Guck mal, ne? Die haben teilweise eine Menge, das hat nur 21 physische Panzerung. Hier ist die Panzerung schon durchbrochen, 100 physische Panzerung. Aber ich möchte doch auch mal. So, dann nehmen wir hier einfach einen Burst, ne? 33. Das Ding geht also auf jeden Fall zu Boden. Boah, und da drüben. Die legen jetzt richtig los. Ist gerade schlecht, hinter uns tauchen Gegner auf. So, 50 und außerdem auch Stun-immun, ne? Das ist immer schlecht für uns. Wenn die Stun-immun sind, dann können wir nicht so richtig was gegen die tun. Aber das Ding hat halt... Ja... 100 physische Panzerung, aber er ja, beißt sich da irgendwie durch, scheinbar. Wir laden hier gerade mal nach und dann überlegen wir uns, wen wir hier ausschalten wollen.
60, hier ist noch Panzerung überall. Wir versuchen es einfach mal hier drüben. Ah, jetzt stehen die so ein bisschen nebeneinander, das ist gut. Okay. Der eine ist schon tot. Wie viel hatten der noch? 17? Okay. Dann schießen wir einfach so drauf. Weil er auch keine physische Panzerung mehr hat. Also einmal Reload. Draufschießen. Dann ist der schon mal am Boden. Hier hinten scheint auch alles soweit geklärt zu sein. Eine Drohne lebt noch. Oh, da versagt mir die Stimme. Herrlich. So, und hier drüben werden wir mal gerade markieren gehen. So, einmal markieren. Und dann ist der Burst nämlich auch viel effektiver gleich. Sehr schön. Hier drüben sind Drohnen aufgetaucht. Wie viel hatten die? 12. Dann nehmen wir direkt weg. Was? Hat nur 9 gemacht? Nein! Oh. Also haben wir da 3 Punkte, 3 Lebenspunkte an der Drohne gelassen. Richtig doof, unglücklich, hässlich. Wer steht denn hier noch? Steht irgendjemand, muss noch stehen. Vielleicht aber auch nicht. Keine Ahnung. Wo ist denn Illumorte? Nicht sie hatte einen übrig, sondern ihr Gegner, vermute ich mal. So, da ist die nächste Welle. Sehr gut. Da können wir direkt ein bisschen dichter rangehen gleich wieder. Ah, da hätte ich doch markieren können erst. Naja. So, also den Drohnen geht es noch gut. Okay, dann würde ich sagen, die sind dann immun wieder. Dann markieren wir gleich mal eine. So, ansonsten alles klar, ne? Also das ist hier die einzige Gegnergruppe, die im Moment gespawnt ist. Boah, für 0 Punkte, für 0, ja. Punkte Schaden hat er uns getroffen. So, die ist am Boden. Sehr schön. Cool. Also ich weiß nicht, wie die Leute so unnatürlich viel Schaden machen. Lass mich die doch markieren, mein Freund. Ich würde voll gerne markieren, aber ich kann gerade nicht. Jetzt. So, also bravo, ihr habt die erste Stage gemeistert. Den ersten Abschnitt. Werdet ihr euch euren Preis schnappen oder zu einer größeren Herausforderung fortschreiten? Natürlich größere Herausforderung. So, okay, ja. Genau. Also jetzt werden hier außen gleich so eine Suicide Bomber spawnen, ne? Kennen wir ja. Und hier haben wir noch 3 Runden Cooldown. Das heißt, wir chillen hier noch ein bisschen, wenn wir denn dürfen.
So, hätte sie mal lieber nicht diese Runde machen sollen. Da zwei Leute schon ihre Runde beendet hatten, aber wir müssen jetzt nur aufpassen, dass die Suicide Bomber nicht neben uns zum Stehen kommen. Ja, ungefähr so. Das wäre schlecht für uns. Da gehen wir einfach ein bisschen raus. Und dann stunnen wir hier einfach zwei. Ah, der hier ist noch zu dicht an Illumorte dran eigentlich. Den hier sollte Panzer, wo ist ein Panzer? Ganz woanders, ne? Ach nee, hier steht sie. Denn sie kann den wegnehmen. Ich weiß aber nicht, ob sie kann. Mana Storm, oh nee, nicht auf die beiden hier, ne? Die sind für Stunt. Okay, der ist nicht drin. Okay. Das ist alles cool. Aber wenn der jetzt ankommt, ja genau, sich direkt neben ihm in die Luft sprengt, ist blöd. Das tut richtig weh. Hat aber noch genug Lebenspunkte zum Glück. So, 70% Körperschaden. Ah, den wollte ich gerade. Ja, ist egal. Macht ihr nichts. Ach nee, das war gar nicht unser. Okay, cool. So, der geht in die Luft. Hier um die Ecke steht noch einer. Den nimmt aber keiner weg. Ach doch. Zum Glück. Ja, da ziehen sich alle sofort wieder in die Mitte zurück. Hätten wir gar nicht machen brauchen. Ne? Wir hätten ja eigentlich hier drüben stehen bleiben können. Die Seite hier haben wir nämlich komplett geklärt. Hui. So, welcher macht hier Stun? Der hier macht Stun. Ach, die sind Stun immun? Was? Hab ich gerade richtig gesehen? So, damit hätten wir das auch geklärt. Lebt hier irgendwo noch einer? Irgendwo scheint noch einer zu sein. Oder es kommt gleich einer, keine Ahnung. Wir gehen mal in die Mitte. Ach, da hinten ist der. Okay, alles klar. Ach, mehrere sogar gleich. Na gut. So, wo ist denn der Angekratzte? Hier, das Angekratzen können wir auch bis nächste Runde leben lassen. Wenn die alle ein bisschen dichter zusammenstehen. Dann können die sich nämlich alle gegenseitig in die Luft sprengen. Das ist immer ganz cool eigentlich. Hier stehen zwei, die haben wir relativ wenig. Wohin gehen wir denn mal am besten? Ach, hier außen vielleicht. Ist nicht so richtig weit weg. Muss aber reichen. So, und dann schnappe ich mal die drei hier. Dann wenn wir den hier ausschalten, reißt der, nee, den nicht mit. Schade. Oh, das Ding hat echt eine große Fläche, auf der es Schaden anrichtet. Der Mana-Sturm oder was auch immer das ist. Das ist ganz nice. Ich sehe nichts. Ja, gut gemacht. Ihr habt die zweite Runde auch überlebt. Werdet ihr euch euren Preis schnappen oder euch der letzten Herausforderung stellen? Man weiß es nicht. Wahrscheinlich werden wir uns der letzten Herausforderung stellen. Uns geht's ja noch gut. Jin. Okay, läuft. So, ich habe Cooldown 4.
So, alle holen sich hier ihr Mana schön zurück. Eine Runde brauchen wir noch. Und dann können wir sagen, fertig. Na, ah, hier gibt es Panzerung. Okay, dann beenden wir die Runde, denke ich. So, dann drückt Panzer hier auf den Knopf. Ach so, ah, ja. Richtig. Da müssen wir uns jetzt den richtigen rauspicken. Am besten markieren wir die alle erstmal. So, hier einen schönen Burstfire drauf, ne? Der hat für alles Panzerung, also ist komplett egal, wen wir da. Und Tatscha kennen wir schon aus der Boston Lockdown-Kampagne. Ja, das ist der Typ, der sich hier seine Illusion beschwört. Genau so nämlich. Und dann somit versucht, uns hier reinzupissen. Und seine Illusion, die schleudern natürlich auch alle Sprüche. Na, hier flankiert uns schon die erste Illusion. Schweinerei. So, dann gehen wir mal hier rüber. Okay. Das hilft leider nur bedingt. Wir hatten ja noch Lebenspunkte, der gute 80 noch. Okay, dann stunnen wir ihn einfach. Ach, das hätte ich vielleicht in der ersten Runde machen. Ach nee, der ist ja immun gegen Stun. Da war ja was. Wo leben denn die anderen Takshaks? Da ist noch einer. Okay, an den komme ich gerade gar nicht ran. Ja, dann versuchen wir den hier fertig zu machen. Die feuern hier, unsere Panzerung hält. Ist allerdings die letzte Runde gerade, die wir Panzerung haben. Oder, jo, okay. Also so viel dazu auf jeden Fall. Ja, von hier hinten können wir ihn flankieren. Wir können ihn auch von hier flankieren. Da werden wir dann aber gleich flankiert im Gegenzug. Haben wir denn irgendwas, was genug Schaden anrichtet? Nee, haben wir nämlich nicht. Gut, dann ziehen wir uns nach hier hinten einmal zurück. Verpassen dem Typen ordentlich ein paar. Ja, doch, das war ganz okay. Ne? 38 Schaden haben wir ihm verpasst. Also nächste Runde geht er auf jeden Fall zu Boden. Panzer nimmt er einmal Prem für eine zusätzliche Aktion. Um darüber rennen zu können. Das hilft bedingt. Steht jetzt ein bisschen im Offenen. So, und da laden wir einfach einmal durch. Und dann erledigen wir Tag-Jack. Plopp. Und es ist, ja, wir haben gewonnen. Und schnappt euch euren wohlverdienten Preis. Na, aber gerne doch. Mal sehen, was es diesmal gibt. Professor Green wird uns das jeden Moment verraten. Ein Sledgehammer haben wir bekommen. Na toll, genau was wir brauchen. Ja, Ladies and Gentle People, wir haben einen Champion. Genießt eure Belohnung und ich bin mir sicher, das Publikum wird gerne sehen, wie es nochmal versucht. Fünf Karma haben wir bekommen. Ich freue mich ja so. Ja, das 5 Karma, das ist tatsächlich relativ gut, glaube ich. Haben wir schon genug Karma, um uns irgendwas leisten zu können? Ja, müssten wir eigentlich. Wer
Wir schauen mal. Wir wollten ja unseren Body Tree. Genau, Lockpicking holen wir uns einfach. Yay! Ihr seht's, Agility, ne? Ich habe gestern Abend noch ein bisschen gespielt, wie gesagt, habe ich schon geholt. Lockpicking holen wir uns hier noch. Und dann brauchen wir noch 42 Punkte. Dann können wir uns eine bessere Essenz holen. Ja. Und ich sag mal, danke fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann geht's hier weiter mit der Infected Story tatsächlich. Macht's gut und bis dann. Ciao.